Das ist unser Bungalow in Krabi mit der Hausnummer 9. Von der Taxizentrale am Flughafen ist uns ja erst ein anderes Hotel empfohlen worden. Aber das war ein absoluter Stinkschuppen. Da haben wir uns dann selbst was gesucht hier. Es ist zu dem Preis entsprechend eigentlich recht ordentlich, also im Verhältnis. Wir sind hier in dem Blue Bayou Resort, so eine Bungalow Resort ist das hier. Und bis zum Strand haben wir es keine 50 Meter zu laufen. Also ich stehe jetzt hier auf dem Innenhof von dem Bungalow Resort und hier sieht man dann schon bereits einfach über die Straße und da ist man schon am Strand. Das ist der Blick von unserem Balkonien auf den Innenhof, oder ich weiß nicht, wie man das nennt, Innenpark. Dort hinter dem Busch, da ist dann das Frühstücksrestaurant und vorne über die Straße ist man dann gleich am Meer. Hier zwitschern die Vögel am Morgen, genau wie in Bandundu. Aber muss ich sagen, das Klima ist hier schon ein bisschen angenehmer durch das Windchen, was hier immer mal weht. Naja, die Hütte ist recht klein. Aber für 12 Euro die Nacht, für 3 Personen, was will man da großartig erwarten? Bett, Fernseher, Internet funktioniert. Und ansonsten stellen wir ja keine großen Ansprüche. Naja, das Badezimmer, das entspricht auch eigentlich normalen thailändischen Standard. Wenn man jetzt nicht unbedingt in ein 5-Sterne-Hotel einzieht, hat man halt sowas ganz normal zu erwarten. Das ist die Bude nochmal von der anderen Seite. Ich will es damit auch belassen. Gibt ja nichts Besonderes zu sehen. Wir sind spät dran heute, es ist schon gleich 10 Uhr, jetzt geht es erstmal zum Frühstück. Hier ist das Meer, hier ist unser Blue Bayou, na, das Schild von Blue Bayou. Und hier kommen die beiden jetzt vom Bungalow und gehen hier in das kleine Frühstücksrestaurant. So, da sitzen jetzt meine beiden Mädchen beim Frühstück. Es riecht auch streng nach Knoblauch. Das kann ich natürlich nicht essen. Aber die wollen heute zum Shopping gehen. Bin mal gespannt, wie viele Stunden sie durchhalten. Nach unserem gestrigen 7-Insel-Ausflug wollen wir heute mal vor Ort bleiben und einen Tag am Strand verbringen. Ja, und die Gelegenheit nutzen, mal ein paar Prospekte durchzustöbern, um uns zu informieren, was es hier noch so alles zu erleben gibt. Wir sind jetzt hier am Strand, direkt vor unserem Bungalow-Resort. Und hier mal ein Blick auf unsere Bucht. Direkt vor unserem Resort, aber wir wollen ja natürlich auch noch die Umgegend etwas erkunden und hier ist der Strand noch nicht so pudersandmäßig, sind auch ein paar Muscheln hier, aber es ist ganz angenehm, also wir haben Schatten, zwar keine Liegestühle, das brauchen wir ja sowieso nicht und so gleich so eine Cocktailbude in der Nähe, das eben die Bucht und vor der Nase haben wir dann auch diese ganzen kleinen Inseln auf der anderen Seite hier. Hier die Bucht auf der anderen Seite mit der Bootsanlegestelle. Hier oben die Strandpromenade, dann die Straße dahinter und dahinter gleich unser Hotel. Da haben wir uns heute mal dahin gehockt. Kommen immer die Eiswagen vorbei. Gehen wir ins Wasser und dort
sieht man so eine kleine Cocktailbude. Da kann man sich auch hinsetzen und kriegt eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken. Ich war schon im Wasser. Brauche ich erstmal. Zwei Kaffeen jetzt. Ich brauche jetzt erstmal Zigaretten. Schön zu Ruhe. Das bringe ich auch nochmal hinzu. Da spazieren sie rein, die zwei. Na, das war's wohl schon. Eben, wie gesagt, hier kann man sehr, sehr weit reinlaufen. Ich wollte mal dahin, wo man keinen Grund mehr kriegt. Doch, da muss man ja ewig weit schwimmen, bis man dahin kommt. Ist aber angenehm, es ist nicht so warm, die Brühe. Ist gerade so ein Sammler vorbeigekommen, also ein Dreirad. Und die beiden sind da jetzt hin und kaufen mir einen Eiskaffee. Die müssen ja auch immer zu kaufen. Das ist deren Lebenselixier. Da kommen sie angewackelt, alles voller Plastiktüten. Für meine Große ist das Essen wegen ihrer Zahnspange manchmal nicht so ganz einfach. Das Telefon klebt am Ohr von frühs um 8 bis abends um 10. Ja, jetzt habe ich mir auch die Gewohnheiten angewöhnt. Fressen, saufen, schlafen. Bei mir kommt noch Rauchen dazu. Zigarette und Kaffee, mehr brauche ich nicht. Und dann schwimmen. Und im Urlaub nicht. Und dann schwimmen oder was? Und dann noch schwimmen. Jawohl. Mit wem? Mit wem? Mit der Lot? Mit der Lot. Oder mit dir, wenn du willst. Ja. Nee. Oh, genug. Jetzt haben wir natürlich einen Hauptgewinn. Jetzt hatten wir unser Handtuch unter so einen Nadelbaum gelegt. Und das hat sich da alles dran geklemmt und geht mit Schütteln gar nicht ab. Außerdem stinkt es jetzt wie ein toter Hund. Kien hat gesagt, was stinkt denn nur? Ja, das ist das Handtuch, da hat wohl vorher ein Hund hingeschifft oder irgendwas. Naja, das ist aber noch eine lustige Episode. Fummeln sie die ganzen Nadeln hier raus. Potz Blitz und Donnerwetter haben wir ja in diesem Jahr in Thailand schon häufiger erlebt. Das letzte Mal ist erst 2 Tage her. Vorgestern, am Tag unserer Anreise hier, gerade in dem Moment, als wir unterwegs waren, mit unserem Dreierrad uns ein Bungalow zu suchen, hat uns ein gewaltiger Wolkenbruch ereilt. Das ist aber hier nicht so schlimm. Der Regen, der vom Himmel fällt, ist ja nicht wirklich kalt, nur nass eben. Ja, und hinsichtlich unserer geplanten Unternehmungen haben wir heute schon mal ein wenig recherchiert. Wir haben hier in Krabi zwar bereits schon 2 Tage hinter uns gebracht, haben aber jetzt noch 3 ganze Tage vor uns. Einen Elefantenritt wollen wir auf alle Fälle einmal wagen und auch die Affen im Tigertempel besuchen. Wir wollen auch einmal einen Bergsee erwandern und in einer heißen Quelle etwas für unsere Gesundheit tun. Der Nachtmarkt in der Stadt steht auf dem Plan, ein zweierlei Wassersee, eine Orchideenfarm und ein Wasserfall. Wenn wir das alles noch abgearbeitet haben, ist unser Urlaub garantiert um. Bis dahin schnalle ich mir aber die Videokamera immer auf den Buckel, damit keines der Erlebnisse in Vergessenheit gerät.
Wer uns dabei begleiten mag, kann sich ja die nächsten Folgen meiner Videoserie mit uns ansehen. An dieser Stelle bedanke ich mich erst einmal fürs Zuschauen und wünsche auch weiterhin gute Unterhaltung mit meinen Videos.